Diciamo che abbiamo una prima mondiale di grandissima importanza, Wir haben che è viel zu un bieten, oratorio unter anderem eine bedeutsame Michel Welturaufführung, das audiovisive Oratorium von Michel Chion, mit dem die Manifestation am Samstag, dem 31. im Theater von Locarno endet. Es ist weltweit die erste Aufführung eines audiovisiven Musikwerkes von einem der bedeutendsten zeitgenössischen Komponisten. Dann präsentieren wir Freitagabend in Canobbio ein verloren geglaubtes Werk von Salvador Dalí. Ein Selbstporträt, das er im 69 für das amerikanische Fernsehen realisiert hat, mit der Begleitstimme von Orson Welles, der dazu einen Text des Kunstkritikers Robert Descharnes liest. Dann haben wir eine interaktive Installation, einen Raum, wo die Leute einzeln eintreten, sich Sensoren anlegen können, wie man es zum Beispiel beim Elektrokardiogramm macht, und durch die intensiven Emotionen des eigenen Körpers können sie den Rhythmus von Bildern ändern, die das Publikum sieht. Sagen wir mal, jeder von uns kann in diesem Raum mit der eigenen Emotivität einen Film live konstruieren und in seiner Familie, seinen Freunden zeigen. Das ist etwas ganz Besonderes und ich lade alle ein, dieses Spiel ab Freitag in Canobbio zu probieren. Diese Festivalausgabe bietet ein reiches Programm, darunter zahlreiche Videoprojektionen. Die Auswahljury des Festivals hat dieses Jahr 300 künstlerische Produktionen gesichtet. 20 davon werden teilnehmen am Wettbewerb Grand Prix de la Ville de Locarno. Erster Preis 10.000 Franken. Die Rückschau ist in diesem Jahr Robert Gant gewidmet, der seit 25 Jahren auf dem Gebiet der elektronischen Kunst experimentiert. Auch Schweiz 4 schlägt euch einen kleinen Wettbewerb vor. Merkt euch die Nummer des bevorzugten Videos und schreibt sie uns. Die Adressen folgen später. In diesem Jahr haben die ausgewählten Werke ein höheres Niveau hinsichtlich Qualität und Bildsprachenbenutzung. Man handhabt die technischen Instrumente leichter, kann besser produzieren, auch weil die Mittel vereinfacht worden sind und man von anderen Autoren dazugelernt hat. Dieses Jahr haben wir eine besondere Programmgestaltung im Locarnesa Festival, sozusagen gemischte Aktivitäten, Leute, die in Video filmen, digital schneiden, um dann sowohl mit Video als auch mit Normalfilm auf Breitwand zu erscheinen. Man arbeitet mit ständig neuen, gemixten Techniken. Hier sehen wir Nam June Paik, einen der Begründer der Elektronikkunst. In der Kunst gärt es also. Verschiedene Medien treffen aufeinander und geben den Autoren ganz neuartige Ausdrucksmöglichkeiten. Aber die Technologie verändert nicht nur die Art, Kunst zu produzieren, sondern auch die Gesellschaft und ihre Strukturen. Über die Cyberkultur und ihre Transformationen wird man sich gerade hier in Locarno mit Pierre Lévy unterhalten.
unter anderem Autor des Buches L'intelligence artificielle. Außerdem mit René Berger, Universitätsprofessor und Schöpfer des vielgefragten Internetsites World Art Treasures. Und nicht zuletzt mit Bazarab Nicolescu, Physiker und Forscher. Aber kommen wir auf unseren Wettbewerb zurück. Auch dieser Video wird uns vom Department Television and Video Imagining der Universität Dundee in Schottland vorgestellt. First, find a suitable bowl. The ingredients you will need are as follows. 2 ounces of flour. 1 ounce of sugar. And 2 ounces of butter. Currants. Stir well. Stir well. Keep stirring. If the mixture is not combining, add enough water to make it soggy and continue stirring. Once the mixture is of the desired soggy consistency, pop it out of the bowl and into a cake tin. Put it in the oven for 15 minutes at a very hot temperature. Once the cake is golden brown, pop it out of the cake tin and onto a plate. In allen Künsten geht der Autor vom Wissen, vom Können und von der Anwendung dieses Wissens aus. Für einen Komponisten genügt es nicht, eine Klaviertaste anzuschlagen, um gute Musik zu machen. Conosci la videoarte? No. Ja. Kennen Sie Videoart? Was kenne ich? Videoart. Nein. Kennen Sie Videoart, also die Kunst mit Video? Es geht. Kennen Sie etwas? Was haben Sie gesehen? Nee, also jetzt fällt mir nichts ein im Moment. Was ist Kunst für Sie? Zeichnen. Also ich zeichne, ich bin Künstler, also Künstlerin, ja, ich male halt. Ne? Das ist für mich Kunst. Kunst findet man überall, auch in der Videoart. Aber die angewandten Kriterien sind wichtig. Wenn es nur kommerzielle Kriterien sind, stirbt die Kunst. Es ist eine Art geistiger Trägheit zu sagen, dass wir Videokunst nicht verstehen. In Wirklichkeit verstehen wir sie alle sehr gut, weil fast alle Werbespots, die wir im Fernsehen sehen, das Ergebnis bildsprachlicher Forschung und Erfahrungen der Videokünstler sind. Nur in einem Video, den wir Kunst nennen, finden wir hunderte von bildsprachlichen Innovationen auf einmal. Und deshalb schwieriger zu verstehen. In einem Werbespot dagegen verwendet ein guter Grafiker 3 davon, konzentriert sie im Spot und benutzt sie als Vehikel für seine kommerzielle Botschaft. Deshalb erscheint der Spot leichter als der Kunstvideo, aber in Wirklichkeit sind sie gleicher Herkunft. Die Werbung kopiert stark die Videoart, weil Videokunst eine echte Bildsprachenforschung in Übereinstimmung mit den modernen Kommunikationsmitteln ist. Adeguata ai mezzi di comunicazione moderna. Dies ist das dritte und letzte Kunstwerk in unserem heutigen Wettbewerb, an dem ihr teilnehmen könnt. Schreibt bitte an die Adressen, die am Ende des Berichts genannt werden.
Vor allem hat Videoart mit Realität zu tun. Wir haben den Eindruck, dass alle unsere Hoffnungen und Weltanschauungen sich ändern, dass ein neues Weltbild entsteht, bedingt durch wissenschaftliche und technologische Erfindungen, und dass unsere Vision der Realität sich ständig in schwindelerregender Weise wandelt. Man muss sich also nicht nur anpassen oder auf dem Laufenden halten, sondern man muss verstehen, kreativ sein und wissen, wohin man schaut. Das Problem liegt nicht bei der Information. Es gibt unendlich viel Information, aber die echte fehlt in einer Periode großer Verwirrung. Man versuche also, wie Klee sagt, Ordnung ins Chaos zu bringen. Und Ordnung ins Chaos der Weltsituation zu bringen bedeutet, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Dies ist eine Art Panorama unserer Manifestationen seit den 80er Jahren. Und hier sehen wir gerade die wichtigste, die wir seinerzeit via Satellit mit New York und der Galerie von Tokio gemacht haben. Schon eine Vorschau über das Europa von heute, das sich nach rechts und links erweitert. Und eine andere interessante Manifestation, Kooperation zwischen Venedig und Locarno, wo, wie gesagt, Einstein spricht, wenn wir nicht unsere gewohnte Denkweise ändern, muss sich der Mensch durch eine neue Weltanschauung erneuern.